Was nur wenige Rennsportenthusiasten wissen, der Motor des McLaren Mercedes kommt nicht aus Stuttgart. Das Allerheiligste des Motorenbaus liegt in der Nähe von Northampton in einem unscheinbaren Industriegebiet. Die Ilmor Motorenwerke, an denen Mercedes-Benz zu 25% beteiligt ist. Hier werden die 10-Zylinder-Maschinen entwickelt und gefertigt. Über 300 Mitarbeiter beschäftigt die Motorenschmiede inzwischen. Ob Rennkarts, die amerikanische Champ-Car-Serie oder die Formel-1-Fahrzeuge. Die Motorenschmiede von Ilmor blickt auf eine jahrelange Tradition im Rennsport zurück. Das Geheimnis des Erfolgs? Eine äußerst gewissenhafte Qualitätskontrolle. Als treibende Kraft gilt im Unternehmen Firmengründer und Chefentwickler Mario Ilien. Sein Erfolgsrezept? Genaueste Kontrolle jedes Bauteils. Dieser Motor wird zerlegt, wird gründlich angeguckt, wird viel vermessen dabei. Wir gucken uns die Daten an von der Telemetrie. Also da macht man sehr viel Arbeit nach dem Rennen, um auch sicherzustellen, dass das alles so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Wir wollen natürlich auch die Teile selber sehen und die Vermessungsdaten. Zudem auch der Motor von Mika Häkkinen, der wird zerlegt werden und geht zur gleichen Prozedere wie der von David Coulthard. Der Rennmotor der Silberpfeile überlebt nur ein einziges Rennen. Danach geht er zurück in die Ilmor Motorenschmiede und wird in sämtliche 6000 Einzelteile zerlegt. Bis auf Hundertstel Millimeter genau werden die Bauteile vermessen und liefern so die Datengrundlage für die laufenden Verbesserungen und Leistungssteigerungen des PS-Boliden. Die Konsequenz? Die Ilmor-Motoren gelten als besonders standfest. Wir versuchen natürlich auch immer wieder an Zuverlässigkeit zu arbeiten. Eine wichtige Bedingung ist, dass man natürlich genügend testet, dass man genügend Teile von genügend guter Qualität vorhanden hat und dass man jedes Los, das man mit reinbringt, dass man das gründlich testet, bevor man das zum Einsatz bringt. So ist es kaum verwunderlich, dass gleich mehrere Motorenprüfstände im Werk zu finden sind. Auf diesem Prüfstand hier werden die Motoren auf Zuverlässigkeit und Leistung geprüft. Bis zu 16.000 Umdrehungen pro Minute leisten die 10 Zylinder und liefern dabei über 800 PS. Firmenchef Ilien reicht das aber nicht. Längst entwickelt er bereits den Motor für die nächste Saison. Also wir brauchen grundsätzlich für eine Neuentwicklung zwischen 6 und 9 Monaten. Das heißt, Konstruktion, Bau und dann auch die ersten Stufen der Entwicklung sind da eingeschlossen. Mit welchen Tricks er die Leistung wieder einmal steigern will, verrät der 49-jährige Schweizer natürlich nicht. Aber Mario Ilien ist sich sicher, die Mercedes-Piloten werden auch in der nächsten Saison ganz vorne dabei sein. Ich glaube, dass viele Leute, die das 99er Auto mit dem Vorjahreswagen vergleichen, denken, es sei dasselbe. Doch unter der Karosserie gibt es einige Veränderungen. Darunter zahlreiche technische Weiterentwicklungen, über die ich aber nicht sprechen darf. Nur ein Beispiel. Der Motor und das Getriebe wurden anders eingebaut, um auf diese Weise den zentralen Schwerpunkt des Autos zu verbessern. Die Fahrerposition jedoch ist ziemlich gleich geblieben. Optisch hat sich das Auto also kaum verändert. Aber auf der Strecke hat es sich verbessert. Schon nach den ersten Testfahrten konnte ich vor allem Fortschritte bei den Bremsen und bei der Traktion feststellen. Sehen Sie gleich nach der Werbung, wie Michael Schumacher dank hochentwickelter Sicherheitstechnik seinen Unfall überleben konnte. Und wie David Coulthard im russischen Kosmonautenzentrum spektakuläre Erfahrungen mit der Schwerelosigkeit macht.